Good morning, this is Winodex, we don't want to die in hospital. Bonjour, monsieur, dames, c'est les femmes de Zef, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Ich werde verklagt von einem angeblichen Rechtsanwalt aus Solingen, Gräfrath, und beschäftige mich daher mit den Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung. Ich lese dazu das Vorsorgehandbuch der Verbraucherzentrale NRW und ich habe so ein paar Sachen auch schon im bürgerlichen Gesetzbuch nachgeschlagen und dem Passus zur gewerblichen Sterbehilfe oder Verhinderung der gewerblichen Sterbehilfe oder was weiß ich, wie das Ding heißt, habe ich schon wieder vergessen. Kann man ja nachschlagen im Strafgesetzbuch. So, Thema ist, wie gesagt, die Vorsorgevollmacht. Und ich bin angekommen bei der Checkliste für die Vorsorgevollmacht und die Vereinbarung im Innenverhältnis. Die erstreckt sich im Wesentlichen über die Seite 38 und beginnt hier auf der Seite 37. Es gibt einige Punkte, die geklärt werden müssen, wenn Sie eine Vorsorgevollmacht oder die Vereinbarung im Innenverhältnis aufsetzen. Arbeiten Sie die folgende Checkliste nach und nach durch. So können Sie sicher sein, nichts Wesentliches zu vergessen. Checkliste. Vorab klären. So, ich sehe hier schon den Punkt 1 als allererstes. Jungen und Mädchen aus Höchscheid, lasst die Finger von Vollmachten. Ich sage es jedes Mal. Gibt es eine Person, der Sie so umfassend vertrauen, sodass Sie ihr eine Vollmacht für Ihre persönlichen und finanziellen Angelegenheiten erteilen wollen? Ist diese Person in der Lage, Ihre Angelegenheiten im Bedarfsfall tatsächlich zu regeln? Ja, es gibt eine Person. Erstellen Sie eine Vollmacht und eine Vereinbarung im Innenverhältnis. Eine Betreuungsverfügung und eine Patientenverfügung sind eine sinnvolle Ergänzung. Ja, es gibt mehrere Personen. Achten Sie bei der Vereinbarung im Innenverhältnis auf eine eindeutige Zuweisung von Aufgaben und Entscheidungsbereichen und stellen Sie klare Regeln auf. Nein! Verzichten Sie, in Klammern zunächst, auf eine Vorsorgevollmacht. Erstellen Sie stattdessen eine ausführliche Betreuungsverfügung und eventuell eine Patientenverfügung. Wichtige Inhalte. So. Ist noch ziemlich früh. Ist die Vollmacht nach außen ohne Einschränkung gültig? Gibt es eine Vereinbarung mit dem, den Bevollmächtigten im Innenverhältnis, die alle Details zur Ausgestaltung der Vollmacht enthält? Enthält die Vollmacht ausdrücklich das Recht, über lebenserhaltende und lebensgefährdende medizinische Maßnahmen zu entscheiden? Enthält die Vollmacht ausdrücklich das Recht, über den Aufenthaltsort und den Einsatz freiheitsbeschränkender Maßnahmen zu entscheiden? Ist die Betreuungsverfügung in die Vollmacht integriert? Ist die Vollmacht über den Tod hinaus gültig? Darf der Bevollmächtigte Untervollmachten erteilen? Ist die Haftung des Bevollmächtigten geregelt? Sind Regelungen zur Aufwandsentschädigung inklusive Übernahme von Kosten für die Erweiterung der Haftpflichtversicherung und Fachberatung für den Bevollmächtigten in der Vereinbarung im Innenverhältnis enthalten? Hat ein unabhängiger Dritter den Vollbesitz der geistigen Kräfte des Vollmachtgebers bestätigt? So, wichtige Inhalte, ja. Ist alles wichtig. Sonderfälle.
Gibt es minderjährige Kinder, für die gesorgt werden muss? Erstellen Sie eine handschriftliche oder notarielle Sorgerechtsverfügung, die Sie der Vollmacht und dem Testament beifügen. Soll der Bevollmächtigte über Grundstücke, Immobilien oder größere Vermögenswerte bestimmen? Lassen Sie Ihre Vollmacht notariell beurkunden, am besten nach einer vorherigen Beratung durch Notar, Rechtsanwalt oder auch einen Steuerberater. Soll der Bevollmächtigte mit sich selbst oder einem seiner minderjährigen Kinder Geschäfte tätigen oder Schenkungen veranlassen? So, und das In-sich-Geschäft wird hier auch wieder falsch geschrieben. Das, was zu diesen In-sich-Geschäften hier steht, ist sehr, sehr fragwürdig, finde ich. Ich markiere mir das direkt. Geben Sie dem Bevollmächtigten in der Vollmacht die Berechtigung für In-sich-Geschäfte und klären Sie in der Vereinbarung im Verhältnis so genau wie möglich, wie dies umgesetzt werden soll. Und nicht vergessen, hat jeder Beteiligte mindestens ein Original der Vollmacht. Gibt es Bankvollmachten, die von den jeweiligen Banken akzeptiert sind? Gibt es eine Übersicht, wer welche Unterlagen hat? Ich komme über diesen Schwachsinn mit den In-sich-Geschäften, der hier steht, so schon wieder nicht hinweg. Ich finde das Buch deshalb bei dem Thema Vorsorgevollmachten sehr, sehr schlecht. Es geht weiter mit typische Fehler bei der Vorsorgevollmacht. Die Checklisten sind beendet. Der erste typische Fehler wäre bei den In-sich-Geschäften, sich an das zu halten, was die Verbraucherzentrale hierzu schreibt. So. Tschüss.